Im Dunkeln gehe ich durch das Büro und freue mich, dass du dabei bist beim Neulenkburg-Vlog. Danke an dieser Stelle für die Kommentare auf die letzten Videos. Das heißt jetzt nicht, dass mich die Kommentare alle begeistern, aber ich freue mich über jeden Kommentar. Ein sehr komplexes Konzept haben wir da wieder. Ich werde mich jetzt auf die Reise zu einem Kunden machen, der ein Notebook hat, bei dem ich schon vor langer Zeit festgestellt habe, dass die interne WLAN-Zelle kaputt ist. Aber anstatt die externe, die ich dann angesteckt habe, dran zu lassen, ist sie weg. Jetzt ist die Frage, hat er sie weggegeben oder einen USB-Hub suchen? Hat er sie weg? Man muss doch einen USB-Hub da haben. Radio Wiederheim A. Wo sind die? Ach, die sind in Schachtung. Zurück zum Thema. Hat er ihn weggegeben oder ist er kaputt gegangen? Das ist nämlich das Problem, wenn irgendwas angesteckt ist am Computer, kommt es ja vor, dass manche Leute etwas unsanft versehentlich beim Putzen daran ankommen. Und dann ist die USB-Schnittstelle hin. Ich finde keinen USB-Hub. Ich nehme den. So, wenn ich den nehme. Da ist so ein Kabel, da ist so ein Hub und Drucker. Dann hänge ich ihm das nämlich an den Druckeranschluss an. Das ist so meine Überlegung. Und dann geht der Drucker auch nicht, wenn er das absteckt. Ha! Damit wäre gewährleistet, dass das klappt. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich im Auto bin, damit ihr nicht feucht werdet. Und ihr schaut euch mal die schönen Wolken und die gute Musik an. Los geht's! Ich habe ein neues Konzept im Auto. Ich habe jetzt die Kamera gegen das Navi gelehnt und etwas gedreht. Jetzt bin ich gespannt, ob es wieder so oft umfällt. Mir wäre es ja sehr recht, wenn es mal hält. Und irgendwann könnte ich ja wirklich deine Klemme machen. Wenn deine Klemme wäre, zwei Schrauben, Gummibandel, dann wird das halten. Ja, meine Frau ist zurück. Die hat ja gestern wieder gearbeitet. Von 7 bis 8 Uhr. Nicht eine Stunde, sondern 25 Stunden. Und ich bin noch im Bett gelegen, wie sie nach Hause gekommen ist. Ich habe den gestrigen Abend ziemlich genossen. Ich habe ja sehr viele 9 Stück Lego-Videos, glaube ich, gemacht, die natürlich nicht geschnitten sind, aber zumindest schon mal am Rechner übertragen. Die Wespen sind im Moment auch sehr friedlich. Mal schauen, ob das so bleibt und ich ärgere mich von uns überhaupt. Das ist das Konzept. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich am Samstag gemäht habe. Denn bei der Wetterlage wäre es keine Option. Der Kollege aus Graz, der mir den Rasenroboter schickt, meint, er hat schon eine Schachtel und Folie. Das heißt, in 2-3 Wochen könnte es sein, dass der kommt. Und ich bin gerade auf der Jagd nach einer weiteren Kamera. Und zwar habe ich ja, ihr wisst ja, die PowerShot G7X Mark III hier, wegen dem externen Mikro. Das war so die Überlegung. Und mit dem externen Mikro klingt es besser. Ich hatte das bei einigen Außenaufnahmen einmal jetzt nicht dran, weil es so unhandlich ist, wenn man dann in der Achterbahn fährt oder so mit dem Mikro dran. Und jetzt ist die Überlegung, noch ein, zwei so Kameras zu kaufen, damit man, wenn man zum Beispiel bei der Faschingsgilde filmt, und die Faschingsgilde in Erlenkbach hat mich wieder engagiert, dass ich da heuer mitfilme, da gehe ich mit den XF300 hin, die stehen da auf Stativen, eine für die Totale und eine für die Hand. Und ich habe mir gedacht, ich drücke jedem Kind eine PowerShot G7X in die Hand. Dann könnten die, ach, da ist sie wieder abgesperrt. Da könnten die dann ganz wunderbar noch so Direktaufnahmen machen. Oh, das Telefon. PowerShot Aufnahme stoppen. Ganz nette Leute wieder getroffen und geholfen. Ja, geholfen habe ich. Hat funktioniert.
war so ungefähr das, was ich erwartet habe. Die USB-Buchse am Notebook war gebrochen. Und da habe ich eine ganz kreative Lösung gemacht. Ein USB-Hub und da habe ich alles angesteckt. Und damit hängt nur mal ein USB-Stecker am Gerät und ein zweiter funktionierender ist frei für USB-Stick und Co. Und den einen hinigen braucht keiner mehr verwenden. Das ist das große Konzept. Ich finde das höchst praktisch und überhaupt. Ich gehe davon aus, dass ihr es jetzt relativ scheppern hört, weil das Mikrofon da am Navi ansteckt. Hey, da müssen wir uns noch was... Wir werden das schon. Man kann in einem alten Auto, in einem semi-alten Auto, kann man doch ein paar Löcher bohren, oder? Und da irgendwie so eine Federclips montieren. Das werde ich angehen. Das machen wir. Ohne Hemmungen machen wir das. Ja, der große Plan ist es jetzt nach Hause zu fahren. Jetzt werden Sie sagen, ja Moment mal, wieso ist denn gestern das Video von Schmeckt's oder ist es vegan? Übrigens, Schmeckt's oder vegan ist jetzt neu benannt. Die haben jetzt kein Apostroph mehr. Also Schmeckt's gleich zusammengeschrieben ist das jetzt. Aber warum ist denn das so spät online gegangen? Ja, weil ich nicht aufgepasst habe. Die Videos sind zwar schon alle auf YouTube, aber noch nicht nach Zeit zum Online-Stellen eingetragen. Deshalb ist mir das erst am Abend aufgefallen und das ist zu spät online gegangen. Jetzt haben wir aber vor ein paar Tagen gefilmt, ihr wisst, jetzt wäre der Impuls, jetzt die noch zu schneiden, diese 13 Videos, die wir gefilmt haben, 12 Videos, die wir gefilmt haben und dann gleich alle online zu stellen. Und wenn ich das jetzt in den nächsten Tagen schaffe, wäre das überhaupt kein Problem. Und dann habe ich ja gestern noch die Flipperstein gefilmt. Ja, die gingen schon bis Ende Dezember, Mitte Dezember. Bis Mitte Dezember wären die schon gefilmt. Die könnte man dann als nächstes schneiden. Das wären so die Überlegungen, die ich habe. Ratzfatz, sage ich euch, geht's da dahin. So wäre der Plan. Ja, ansonsten wäre der Tag dann eh verbraucht. Dann wollte ich noch ein paar Sachen auf Willhaben stellen. Meine Frau hat eine Flasche gebracht. Eine Glasflasche. Hat gesagt, ob ich es brauche, sage ich, nö. Dann schmeiße ich es weg, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, nö, da stellen wir sie lieber auf YouTube. Auf Willhaben zum Verkaufen. Ja. Jetzt hole ich meine Familie ab, was ausgesprochen schwierig ist mit dieser Baustelle, die jetzt gesperrt ist, obwohl sie eh nicht arbeiten. Und sie werden auch nicht arbeiten, wenn sie ringen. Doof, ist halt so. Warum nicht? Österreich ist nicht alles intelligent. Und dann schauen wir weiter. Ja, und dann wäre da noch die Sache mit dem Telefonieren, die ich angehen muss, denn stellt euch vor, ich darf mit einem Menschen telefonieren. Das ist inzwischen, ich sage jetzt nicht wie, aber das ist definiert worden. Ja? Und dann bekomme ich keine Telefonnummer, wo ich ihn erreichen kann, geschweige denn eine Uhrzeit. Arg, oder? Ich sage es euch, dieses Land, es ist so arg. Es ist so arg. Ja. Da muss ich mich engagieren und es gäbe eine sehr radikale Lösung, wenn jemand mir die Nummer nicht gibt. Die könnte ich machen. Ich weiß nämlich, wo die Person ist, ich könnte hinfahren. Aber dann habe ich sicher Riesenzopf, wenn ich das mache. Na egal, reden wir über was. Unterhaltungsformat. Ja, ich koche heute. Ich habe beschlossen, ich koche heute. Meine Frau erwartet eine Freundin und die Freundin ist ähnlich wie Vegetarier, sie isst nicht alles. Aber sie würde jetzt Fleisch essen, aber sie isst nicht sonst alles. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn für diese Freundin zu essen? Und ich habe mir gedacht, was essen alle Leute? Nudeln. Mache ich Nudeln. Frage ich nur, natürlich wäre es lecker. Ich hätte ja gerne mal wieder eine Käsesoße wäre ein Hammer. Die Käsesoße wäre ein Hammer. Die wäre gut. Da wird mein Sohn wieder schimpfen, der mag die nämlich nicht. Aber ich mag die Käsesoße. Ach, diese Einmachkäse. Oh, die wäre viel besser. Aber ich habe keinen Käse, glaube ich. Die Tiefkühltruhe ist, oh ja, ich glaube, ob nicht noch so Mozzarella tiefgekühlt da ist. Ich hatte so Überlegungen. Ja, ich hole jetzt meine Familie. Denn wir brauchen Schlapfen. Die Kinder haben gesagt, wir haben keine Schlapfen. Ohne Schlapfen geht nichts. Ohne Schlapfen kann man nicht schlapfieren. Und geschlapft ist überhaupt nicht. Und Kindergarten beginnt wieder bald. Und die Schule. Und ohne Schlapfen können die nicht herumlaufen. Ja.
wir wollen jetzt nicht drüber reden, dass sie im Kindergarten, in der Schule die Schlapfen eh nie haben, weil die stehen ja nicht mehr irgendwo. Aber vorhanden müssen sie sein. Denn wenn sie nicht vorhanden sind, dann kann man sich nicht nutzen. Ja, okay. Ich muss jetzt meinen Sohn noch fragen, ob ihm die Schulturnschuhe noch passen. Das mache ich jetzt noch. GoPro, nein, nicht GoPro, PowerShot, Aufnahme, stopp. Ich nehme alles zurück. Sie tun was auf der Baustelle. Ich korrigiere. Muss oft korrigieren. Aber wenn sie was tun sie was. Und dann ist es auch gerechtfertigt, dass abgesperrt ist. Nicht gerechtfertigt ist, dass es regnet, wenn ich was tun will. Schon richtig stellen. Und auch nicht gerechtfertigt ist, dass die Kinder neue Schlapfen brauchen. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Moderne Kunst im Hause Schmatz. Schaut euch das an. Ich will gerade den Holzofen in Betrieb nehmen. Und dann sehe ich hier ein Stück Käse senkrecht festgeschmolzen. Wie geht das bitte? Schaut euch das an, ist das nicht genial? Nicht festgebacken, sondern hochkant geschmolzen. Back, oder? Unglaubliche Dinge. Die nächste Frage ist, dass ich noch immer nicht weiß, wie der Ofen, ich glaube, er gehört so, dass das heiß wird. So, wir werden da jetzt mal Feuer machen. Covid-Zahlen und Fakten für den 23.08.2022. 5.208 laborbestätigte Fälle, 6.612 Genesene und 441,3 ist die 7-Tage-Inzidenz. Ein Blick zu den Nachrichten. Da vergeht es uns. Unwetter, okay. Gegenmarketing, aha. Bauern, Bayern meine ich. Dürre. Ja, und die Hunde. Also absolut nichts Interessantes, so stelle ich mir das vor. In der totalen Erschöpfung sitze ich hier, habe original ein Video geschnitten. Sehr guter Wert, ich höre es, ja, ja. Nette da Rückmeldungen auf YouTube, freut mich, danke dafür. Und ja, man tut, was man kann. Schön, dass ihr das zur Kenntnis nehmt. Und eine Menge Backerl, die noch nicht ausgepackt sind. Heute hat ernsthaft der Postler das Backel in Regen ins Freie klickt, obwohl es eine klare Richtlinie gibt, dass bei uns die Backel in die Gartenhütte kommen und das steht auch auf allen Schildern. Gut, in diesem Fall war Lego drinnen wurscht, aber wenn es das Notebook gewesen wäre, wäre es nicht wurscht gewesen. Also, ich finde das sehr eigen. Naja, was soll ich sagen? Der Hund sitzt im Kerker und hat keinen Hunger, weil der viel gegessen hat und ich habe auch viel gegessen. Ich habe dann ernsthaft noch die Nudeln mit der Käsesoße gemacht und zwar in Mengen die Käsesoße. Das ist nicht lustig, glaube ich, 5 Liter. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Deshalb werde ich da gar nicht lang herumschwafeln und wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem ausgebremsten YouTube-Kanal. Thank you.